viele verschiedene Methoden. Wie sind verschiedene Methoden, verschiedene Methoden? Wenn man jetzt beim Tai Chi dabei ist, kann man, wenn man das gut beherrscht, anfangen, aus diesen Methoden Techniken zu entwickeln, um den Partner aus dem Gleichgewicht zu bringen. Wichtig ist beim Tai Chi, man spricht von Partnerübungen, nicht von Gegnerübungen. Der andere soll nicht schreiend auf dem Boden liegen, sondern ich soll ihn dazu bringen, dass er einen Schritt macht, obwohl er das nicht wollte. Das sieht zum Beispiel folgendermaßen aus: Wenn ich versuche, den Herrn Ma umzudrücken, wird er die Kraft zur Seite leiten. Nach vorne. Jetzt wird hier wahrscheinlich, also drücken ist ja auch zu einfach. Versuche ich mal, ihn den Arm umzudrehen. Erstmal sehr langsam, dass man sieht, was passiert. Sehr langsam, so, nach oben. Jetzt versuche ich ihn wegzudrehen. Aber das geht einfach nicht. Wenn er es bei mir macht, noch einmal machen, sobald ich, ist es vorbei. Aber es ist durch eine Drehung immer wieder möglich, aus diesem Hebel herauszukommen. Und dann kommt gegen. Man kann ja sagen, ja, nach oben, das ist einfach. Machen wir nach unten. Sehr langsam. Ein Hebel so nach unten. Immer. So, und das sieht nicht so nett aus, aber wenn man locker im Kreuz ist, man muss die Kraft, die hereinkommt, in eine Drehung umwandeln. Solange ich festmache, bricht es mich weg. Wenn die Drehung kommt, geht die Kraft zur Seite weg. Es darf halt sein Zentrum nicht erreichen. Das Zentrum von Herrn Ma zu finden, ist sehr schwer. Und wenn dann die eigene Kraft zu viel war, dann kommt die Wendung und dann wird es schwer. Er kann die Kraft auch, und das ist mit das Schwierigste, gerade zurückschicken. Das heißt, in dem Moment, wo ich versuche, Kraft zu entwickeln, geht er unter die Kraft runter, wie so eine Welle, die sich überschlägt, und schickt sie zurück. Das heißt, in dem Moment, wo ich ansetze zum Drücken, geht er unter die Kraft und dann hat er seine Kraft und meine noch dazu. Das ist wunderbar. Wenn ich so stehe und drücke, er hat auch noch seine Schultern. Das heißt, wenn gar nichts mehr drückt, die Kräfte so rot werden. Er ist sehr nett, er geht jetzt mit dem Fuß nicht dazwischen. Das Ganze kann man auch ein bisschen wilder durcheinander machen. Dazu brauchen wir mal den Jesse. Wo ist unser Jesse?